Liebes Publikum, liebe Jury, ich würde euch gerne eine Frage stellen. Wie oft stellt euch die Frage, was wäre, wenn? Wisst ihr es? Ich weiß es. Unzählige Male, denn es passiert ständig in unserem Gehirn, auch wenn wir es nicht wirklich wahrnehmen. Wir zweifeln. Wir zweifeln an unserem Schicksal. Aber es ist eine berechtigte und, je mehr man darüber nachdenkt, eine sehr interessante Frage. Abgesehen von der schönen Alliteration, die Was wäre, wenn bietet, ist es eine Fragestellung, die beinahe unser Leben geändert haben könnte. Nehmen wir uns doch mal ein Beispiel an der Geschichte. Wenn Christoph Kolumbus 1492 nicht Amerika, sondern wirklich Indien entdeckt hätte, wäre Amerika heute noch unbekannt? Aber hätte Kolumbus nicht Amerika entdeckt, dann wäre es vielleicht auch nicht zum zweiten Unabhängigkeitskrieg zwischen Amerika und dem Vereinigten Königreich 1812 gekommen. Und wenn es nicht zum zweiten Unabhängigkeitskrieg zwischen Amerika und dem Vereinigten Königreich gekommen wäre, hätte es vielleicht nicht 8681 Tote gegeben. Vielleicht war unter diesen 8681 Toten jemand dabei, der einen Nachfahren haben würde, der Präsident von Amerika geworden wäre und das dazu führen würde, dass heute jemand anderes anstatt Trump im Weißen Haus essen und schlafen würde. Und wer weiß, Amerika wäre vielleicht noch eine Indianernation. Seht ihr, alles, wirklich alles, was in unserer Geschichte passiert, führt zu dem Zeitpunkt, den wir jetzt, in diesem Moment, leben. Wäre nur eine Person zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann bin ich mir sicher, Leben wären anders verlaufen. Von der großen Weltgeschichte kann man auch zur kleinen Geschichte des Einzelnen eingehen und die Leben mal genauer unter die Lupe nehmen. In meinem Falle zum Beispiel. Ich wäre nie geboren, wenn sich meine Eltern nie kennengelernt hätten. Und das ist übrigens bei uns allen so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich meine Eltern nie kennengelernt hätten, ist sehr groß, weil meine Mama am anderen Ende von Europa in Spanien geboren wurde und mein Papa hier. Wenn meine Mama nie begonnen hätte, Cello zu spielen, wenn dann ihre Lehrerin ihr nicht gesagt hätte, sie solle nach Salzburg kommen, um Musik zu studieren, wenn sie dann nicht die Cousine von meinem Papa getroffen hätte und die nicht meinem Papa ihr vorgestellt hätte, dann hätte ich nicht den Bruder, den ich jetzt habe. Ich wäre nie zweisprachig aufgewachsen. Ich hätte nicht die Familie, die ich habe, den Namen, den ich jetzt habe. Und mein Leben wäre nicht dieses. Ich verdanke eigentlich so, so vielen Leuten mein Leben. Und denkt doch mal darüber nach. Jeder verdammte Mensch, dem ihr über den Weg läuft, kann etwas in eurer Zukunft ändern. Nein, wird etwas in eurer Zukunft ändern. Wir verdanken unser Leben sogar völlig fremden Personen. Wenn dieser Autofahrer mich nicht rechtzeitig gesehen oder gebremst hätte, wäre ich dann jetzt noch hier? Dieses Vielleicht ist ein Mysterium, das wir Menschen nur schwer lösen werden können. Außer wir können mal irgendwann in die Zeit reisen und die Sachen verändern, aber bislang ist die Unsicherheit ein Faktor unseres Lebens. Sie gehört dazu, wie die Angst dazu gehört, die Macht, die Liebe, die Schokolade und alles andere. Eigentlich bin ich nicht so der Zufallstyp. Ich glaube an das Schicksal und ich denke, dass viele Leute von euch hier auch an das Schicksal glauben, weil wir Menschen manchmal einfach etwas brauchen, worauf wir die Schuld von was wäre, wenn schieben können. Ich glaube, wenn wir nicht hinterfragen würden, wie Sachen anders verlaufen wären, dann wären unser Leben nicht so wertvoll. Doch warum? Wisst ihr, wir könnten gar nicht leben ohne diese Frage. Malt euch das doch mal aus. Diese Gesellschaft wäre so langweilig, wenn jeder wissen würde, wie er oder sie sein Leben leben wird. Die Frage, was wäre wenn, schmückt unsere Leben mit Vielfalt und Farbe. Sie verwandelt uns in offene Menschen mit mehr Toleranz, da wir dadurch Empathie aufbauen. Wir können fühlen, wie es den Bettlern auf der Straße geht. Wir können fühlen, wie es den Flüchtlingen in den Heimen geht. Wir können fühlen, weil wir wissen, dass wir auch in deren Position sein könnten. Und das gefällt uns nicht, diese Vorstellung. Deswegen, genau deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass jede Kleinigkeit, die man im Leben hat, Konsequenzen hat. Macht Konsequenzen hat.
Und wir müssen lernen, diese Konsequenzen zu schätzen. Denn man denkt sich, ach du meine Güte, was wäre wenn? Und entweder hat es eine positive oder eine negative Konsequenz. Viele Leute von euch wären jetzt nicht hier, wenn dieses Wenn wahr geworden wäre. Und viele Leute von euch sind hier, weil das Wenn wahr ist. Aber genauso ist es umgekehrt. Viele Leute von euch sind und wären hier, weil das Wenn einen Platz im Moment eingenommen hat. Dieses Thema ist eigentlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und eigentlich viel zu philosophisch für mich. Ich hätte gleich über den Sinn des Lebens oder Cogito ergo sum sprechen können. Aber das habe ich nicht. Und es wäre vielleicht eine andere Entscheidung gewesen, wenn, seht ihr, da ist schon wieder dieses Wenn. Trotzdem, Leute, vergesst nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt aus dieser Tür rausgeht, da vielleicht ein zukünftiger Partner oder einfach ein guter Freund unwissend auf euch warten könnte. Ich kann euch nicht sagen, dass ihr eure Chancen nicht vergeuden sollt. Denn die Chancen kommen zu euch. Und ob ihr sie nehmt oder nicht, das ist eure Entscheidung. Und das wird so bleiben. Aber hinterfragt euch euer Leben mal. Es ist nämlich wunderschön zu sehen, wie man hier eigentlich gelandet ist. Danke. Okay.